Der Titel ist Wahre Bilder zum Unheimlichen des Unbewussten in der Kulturindustrie. Im Zentrum soll also heute das Unheimliche stehen. Und warum? Weil das Unheimliche meines Erachtens eine Möglichkeit bietet, über das Unbewusste in der Kulturindustrie nachzudenken, ohne dabei in eine Falle zu tappen, die gängig ist, wenn von Kulturindustrie die Rede ist. Worin besteht diese Falle? Im Wesentlichen besteht diese aus der Auffassung, wie Ritzert es formuliert, der Annahme, dass Kulturindustrie ein Motor der Entsubjektivierung sei. Dabei wird davon ausgegangen häufig, dass die Kulturindustrie als System einer, wie es häufig heißt, Angleichung der Menschen an die Technik des Marktes und die Technik überhaupt betreibt, was ja gar nicht erstmal unbedingt falsch ist. Nur wird häufig davon ausgegangen, dass es sich hierbei um einen Anpassungsmechanismus handelt, der tatsächlich vollkommen und reibungslos funktioniert. Ich möchte hingegen mit dem Unheimlichen in spezifischer Weise Momente des Scheiterns dieser Anpassung oder der Angleichung in den Blick nehmen. Und ich gehe dabei von der Annahme aus, dass diese Momente des Scheiterns der Anpassung oder der Angleichung zwischen Mensch und Maschine konstitutiv sind für das Verhältnis von unbewussten und kulturindustriellen Prozessen und dass man das eben mit dem Begriff des Unheimlichen fassen kann. Das Unheimliche der Kulturindustrie taucht, so meine These, genau dort auf, wo sich zeigt, dass die Einspeisung des Publikums in den kulturellen Apparat nicht trotz, sondern vermittels von Konflikten vor sich geht. Dabei denke ich heute, ich hoffe, das gelingt mir, das plastisch zu machen, das Verhältnis von Unheimlichen und Unbewussten im Grunde in zwei Richtungen. Also einmal haben unheimliche Phänomene, haben die unbewussten Kern oder unbewusste Dynamiken, die das Unheimliche hervorbringen. Und andererseits aber hat das Unbewusste selber etwas Unheimliches. Also in diese beiden Richtungen werden wir uns heute bewegen. Im Folgenden werde ich im ersten Schritt einige Aspekte dreier verschiedener theoretischer Zugänge zum Unheimlichen beleuchten, von Jentsch, von Freud und von Lilly Gast. Im zweiten Teil werde ich eine Bildergeschichte erzählen, mit der ich Bezüge zwischen dem Unheimlichen und kulturindustriellen Prozessen beleuchte. Und im dritten Schritt werde ich ganz kurz meine Schlussfolgerungen aus dieser Geschichte vorstellen, die eben die genannte Frage betrifft, welche Erkenntnisse über das Unbewusste in der Kulturindustrie lassen sich am Topos des Unheimlichen gewinnen. ...1906 erscheint in der psychiatrisch-neurologischen Wochenschrift Ernst Jentschs Artikel zur Psychologie des Unheimlichen, mit der sich Freud in seinem Text Das Unheimliche aus dem Jahr 1919 dann auseinandersetzt. Jentsch geht hier 1906 zunächst von einer bestimmten Bedeutung des Wortes unheimlich aus. Auf dieser Bedeutung baut er seine theoretischen Annahmen über das Unheimliche auf. Und zwar schreibt er: Mit dem Wort unheimlich nun scheint unsere deutsche Sprache eine ziemlich glückliche Bildung zustande gebracht zu haben. Es scheint dadurch wohl zweifellos ausgedrückt werden zu sollen, dass einer, dem etwas unheimlich vorkommt, in der betreffenden Angelegenheit nicht recht zu Hause, nicht heimisch ist, dass ihm die Sache fremd ist oder wenigstens so erscheint. Kurzum, das Wort will nahelegen, dass mit dem Eindruck der Unheimlichkeit eines Dinges oder Vorkommnisses ein Mangel an Orientierung verknüpft ist. Und wenn man nun genauer auf die Formulierungen hier schaut, kann auffallen, dass hier ein bestimmtes Wort gehäuft vorkommt, nämlich scheinen. Es scheint, unsere deutsche Sprache eine glückliche Bildung zustande gebracht haben. Es scheint, dadurch zweifellos ausgedrückt und so weiter, dass ihm die Sache fremd ist oder wenigstens so erscheint. Etwas scheint und ist vielleicht doch ganz anders. Der Schein von etwas steht im Verdacht zu täuschen oder in die Irre zu führen. Jentsch aber misstraut hier dem Anschein nicht, den ihm das Wort macht, sondern vielmehr zieht er aus dem beschriebenen Anschein die Schlussfolgerung: Zweifellos, kurzum, das Wort will nahelegen, dass mit dem Eindruck der Unheimlichkeit eines Dinges oder Vorkommnisses ein Mangel an Orientierung verknüpft ist.
Noch in einer zweiten Hinsicht spielt ein Anschein für Jentschs Text eine zentrale Rolle. Und zwar nicht nur übernimmt er diesen Anschein und macht ihn zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen, sondern zudem ist auch der Gegenstandsbereich seiner Analyse definiert als der des Anscheins der Erscheinungen. Er schreibt, es soll hier nicht der Versuch gemacht werden, das Wesen des Unheimlichen zu definieren. Jentsch hält, wie er betont, fest, eine Definition des Unheimlichen sei sehr wohl wünschenswert und sei auch prinzipiell möglich, jedoch seien die psychologischen Forschungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht weit genug und man müsse sich jetzt erstmal mit den Anscheinen hier begnügen. Und um sich aber dem anzunähern, was das Unheimliche sei, bliebe zunächst denn eben allein der Weg, den Erscheinungsformen des Unheimlichen nachzugehen. Will man daher dem Wesen des Unheimlichen näher kommen, so tut man besser, statt zu fragen, was es ist, vielmehr zu untersuchen, wie die Gefühlserregung des Unheimlichen psychologisch zustande kommt, wie die psychischen Bedingungen beschaffen sein müssen, damit die Sensation unheimlich hervortaucht. Jentschs Frage ist also, unter welchen Voraussetzungen entsteht eine unheimliche Wirkung, unter welchen Bedingungen taucht es auf, was muss gegeben sein, damit Unheimliches erscheint. Dementsprechend ist der Gegenstand hier das Unheimliche als Sensation. Das Wort Sensation bezeichnet ja unter anderem Sinneseindruck, Wahrnehmung, bezeichnet also, was einem erscheint. Und diese Wortbedeutung verweist auf einen anderen Bereich, nämlich den der Ästhetik. Das Wort der Ästhetik bezeichnet ebenfalls Wahrnehmung, Anschauung bzw. die Lehre davon. Und meine Überlegungen heute gehen eben von dieser Schnittstelle aus zwischen den Bereichen der Ästhetik und des Unheimlichen. Diese Schnittstelle wirft unter anderem die Frage auf, inwiefern partizipiert Unheimliches an etwas Ästhetischem und umgekehrt, inwiefern impliziert Ästhetisches ein unheimliches Moment? Inwiefern kann vielleicht das Unheimliche als so etwas wie ein Organisationsprinzip ästhetisch-kultureller Erfahrung betrachtet werden? Und meine These lautet, die kulturelle Funktion des Unheimlichen ist keineswegs darauf beschränkt, in manifester Form zu erscheinen, zum Beispiel in Form von Gespenstern. Ausgehend von Adornos Theorie der Kulturindustrie eröffnet der Topos des Unheimlichen nämlich Einsichten in Verschränkungen von unbewussten und kulturindustriellen Prozessen, die nicht unbedingt immer die Form von Gespenstern annehmen muss. Bevor ich aber auf die Theorie der Kulturindustrie zu sprechen komme, gehe ich nochmal weiter auf Jentsch Theorie des Unheimlichen ein. Es sind im Wesentlichen drei Argumentationsschritte, die er zur Bestimmung der Sensation des Unheimlichen macht. Erstens sagt er, es ist eine alte Erfahrung, dass den meisten Menschen das Althergebrachte, Gewohnte, Angestammte lieb und vertraut ist und dass sie das Neue, Außergewöhnliche mit Misstrauen, Missbehagen, selbst Feindseligkeit aufnehmen. Kurz, das Altvertraute, so Jentsch, mag man in der Regel, dem Neuen gegenüber ist man wohl eher feindlich gestimmt. Zweitens sagt er, das Altgewohnte erscheint nun nicht nur als willkommen, sondern mag es noch so wunderbar und unerklärlich sein, auch leicht als selbstverständlich. Also das Altvertraute gilt auch als das von Selbstverständliche. Und die dritte Bestimmung ist, das Unheimliche, so Jentsch, ist häufig Folge eines Mangels an Orientierung, nämlich a, wenn etwas neu, fremd, feindselig erscheint, oder b, bei Infragestellung der Verknüpfung von altbekannt vertraut mit selbstverständlich. Also anders, das Neue oder Altes, welches auf einmal nicht mehr als selbstverständlich gilt, erzeugt einen Mangel an Orientierung, der häufig mit dem Gefühl des Unheimlichen einhergeht, so Jentsch. Jentsch charakterisiert das Unheimlich dann weiter als einhergehend mit einem, Zitat, dunklen Gefühl der Unsicherheit und einer zweifelvollen Spannung. Die entsteht, wenn, so sagt er, eben nicht klar ist, wie ein Gegenstand der Wahrnehmung einzuordnen sei. Wer sich in zweifelvoller Spannung befindet, befindet sich im Zwiespalt. Und dieser von Jentsch beschriebene Zwiespalt erlaubt nun einen Sprung zu Hegel. Und zwar verortet Hegel das Ästhetische, hier
bei ihm im engeren Sinne das Kunstschöne, in vergleichbarer Weise in einem Zwiespalt, nämlich in einem Zwischenbereich. In seinen Vorlesungen über Ästhetik bestimmt Hegel die Besonderheit ästhetischer Erfahrung folgendermaßen. Diese sei eine sinnliche Auffassung, aber unterscheide sich von anderen sinnlichen Eindrücken in einem für ihn ganz entscheidenden Punkt, nämlich im Unterschied zu anderem sinnlich Wahrnehmbaren, sei die Kunst, Zitat, als Sinnliches zugleich wesentlich für den Geist. Hegel schreibt, das Kunstwerk steht in der Mitte zwischen der unmittelbaren Sinnlichkeit und dem ideellen Gedanken. Es ist noch nicht reiner Gedanke, aber seiner Sinnlichkeit zum Trotz auch nicht mehr bloßes materielles Dasein wie Steine, Pflanzen und organisches Leben. Sondern das Sinnliche im Kunstwerk ist selbst ein ideelles, das aber als nicht das Ideelle des Gedankens zugleich als Ding noch äußerlich vorhanden ist. Also anders gesagt, in der Kunst versinnlicht sich das Geistige und vergeistigt sich umgekehrt auch das Sinnliche. Die Beziehung zwischen Sinnlichem und Geist in der Kunst ist hier wiederum bezogen auf den Begriff des Scheins. In dieser Weise, schreibt Hegel, ist das Sinnliche in der Kunst vergeistigt, da das Geistige in ihr versinnlicht erscheint. Die Kunst ist also so gesehen eine Geisterscheinung. Geistererscheinungen, Spukgestalten, Gespenster sind nun paradigmatische Gestalten des Unheimlichen. Auf Wikipedia finden wir die Definition, Gespenst bezeichnet ein meist mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattetes, aber zugleich mit menschlichen Eigenschaften versehenes Geistwesen, das spukt, also den Menschen in irgendeiner Weise erscheint. Im engeren Sinne des Wortes sind Gespenster nur die Totengeister. Ein Gespenst wird hier durch eine doppelte Zwieschlechtigkeit charakterisiert. Sinnlich Wahrnehmbares und Geistiges, also materiell und immateriell, sowie über nichtmenschlich und Menschliches, Totes und Lebendes mischen sich hier. Und vergleichbar hält auch Jentsch fest, Entstehungssache des Gefühls des Unheimlichen ist ganz besonders der Zweifel an der Beseelung eines anscheinend lebendigen Wesens und umgekehrt darüber, ob ein lebloser Gegenstand nicht etwa beseelt sei. Der Gefühlston hält so lange an, bis diese Zweifel behoben sind. Und er bezieht sich da auf E.T.A. Hoffmann und sagt, dieser greife häufig zu psychologischen Manövern, und zwar diese Manöver, mit denen bringe er seine Leserinnen in Zwiespälte darüber, ob sie, Zitat, in einer bestimmten Figur eine Person oder etwa einen Automaten vor sich haben. Und eben hieran knüpft dann Freud in seinem Aufsatz das Unheimliche an. Er greift diese Aussage von Jentsch auf, um dann aber selber eine andere Interpretation von E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann zu entwickeln, wo es eben um so Automaten geht. Und zwar entwickelt Freud diese eigene Interpretation, um Jentsch zu widerlegen. Freud möchte zeigen, dass die unheimliche Wirkung der Erzählung von Hoffmann mit einer intellektuellen Unsicherheit, also diesem Mangel an Orientierung, den Jentsch nennt, laut Freud nichts zu tun habe. Ebenso wie auch Jentsch geht Freud in seinem Text von der Bedeutung des Wortes unheimlich aus, aber Freud geht über die von Jentsch vorgenommene Gleichsetzung des Unheimlichen mit dem Nichtheimischen oder Nichtvertrauten hinaus. Zurückgreifend auf einen Wörterbucheintrag stellt Freud fest, mitunter falle das Wörtchen heimlich mit seinem Gegensatz unheimlich zusammen. Freud schreibt, also heimlich ist ein Wort, das seine Bedeutung nach einer Ambivalenz hin entwickelt, bis es endlich mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. Unheimlich ist irgendwie eine Art von heimlich. Das heißt, für Freud ist die Ambivalenz der Wortbedeutung wichtig. Und indem er diese Ambivalenz ins Zentrum stellt, bezweifelt er damit Jentsch scheinbar zweifellosen Ausgangspunkt des Gegensatzes von heimlich und unheimlich. Also heimlich im Sinne von vertraut. Das Ineinanderfallen von Gegensätzen
wie eben heimlich und unheimlich, was Freud hier interessiert, lässt auch an den Traum denken. Im Traum, so Freud an anderer Stelle, werden nämlich Gegensätze, so schreibt er, Zitat, mit besonderer Vorliebe zu einer Einheit zusammengezogen. Der Traum ist ein privilegierter Ort von seltsamen Mischwesen, wie sie zum Beispiel in dem berühmten Onkeltraum aus die Traumdeutung auftauchen. Sein Onkeltraum, so notiert Freud, bestand aus einem Gedanken und einem Bild. Erstens, der Gedanke, Freund, er ist mein Onkel. Ich empfinde große Zärtlichkeit für ihn. Zweitens, das Bild, ich sehe sein Gesicht etwas verändert vor mir. Es ist wie in die Länge gezogen. Ein gelber Bart, der es umrahmt, ist besonders deutlich hervorgetreten. Das im Traum erschienene Gesicht erinnert Freud an das seines Onkels Josef, dessen einzige Gemeinsamkeit mit seinem Freund R ein gelblicher Bart ist. Dem ersten Schritt von Freuds Deutung an dieser Stelle kann man entnehmen, mit Onkel Josef, Zitat Freud, war es allerdings eine traurige Geschichte. Nämlich, Onkel Josef war straffällig geworden, was Freuds Vater großen Kummer bereitet hatte. Freuds Vater sagte über seinen Bruder, dieser sei kein schlechter Mensch, wohl aber ein Schwachkopf gewesen. Freud schreibt, wenn also Freund R. mein Onkel Josef ist, so will ich damit sagen, er ist ein Schwachkopf. Kaum glaublich und sehr unangenehm. Der Onkel ein Verbrecher und Schwachkopf, Freund R. eigentlich keins von beidem und Freud seit Jahren, so schreibt er, lieb und teuer. Also ohne jetzt weiter auf Freuds Deutung einzugehen, er hält unter anderem an dieser Stelle fest, dass die große Zärtlichkeit, die er im Traum für Freund R. empfindet, mit seinem Gegensatz, nämlich der Schmähung, durch den im Barthe dargestellten Vergleich mit dem Onkel verbunden ist. Am Rande bemerkt Freud, dass sich das Traumbild vom Gesicht einem ähnlichen Verfahren verdanke, mit dem Golden seine Familienporträts erzeugte. Freud schreibt hier, das Gesicht, das ich im Traum sehe, ist gleichzeitig das meines Freundes R. und das meines Onkels. Es ist wie eine Mischfotografie von Galton, der, um Familienähnlichkeiten zu eruieren, mehrere Gesichter auf die nämliche Platte fotografieren ließ. Es ist also kein Zweifel möglich, ich meine wirklich, dass Freund R. ein Schwachkopf ist, wie mein Onkel Josef. Freud bezieht sich hier auf Francis Galton, der diese Art von Fotografien auch noch zu einem anderen Zweck anfertigte. Galton gilt als einer der Begründer der Eugenik und verfolgte das Ziel, durch Zucht den Pol von ihm als positiv befundener Erbanlagen zu vergrößern. Also zugrunde lag hier ein rassistisches Projekt, durch Eugenik Nicht-Weiße letztlich zu eliminieren. Und um bestimmte Annahmen seiner Lehre zu verifizieren, bediente sich Galton eben der Mischfotografie. Und dazu wurde eine fotografische Platte mit Einzelporträts mehrerer Personen übereinanderlagernd belichtet. Und durch diese Überlagerung treten verstärkt gemeinsame Züge der ausgewählten Personen hervor. Als Resultat ergibt sich dann so leicht verschwommene Bilder, wie man das hier rechts sieht. Und Galton meinte damit, sozusagen Typen sichtbar machen zu können, an dem durchschnittliche Züge einer bestimmten Personengruppe erkennbar sein könnten. Also zum Beispiel von Dieben, die hätten dann besonders große Ohren. So, und das meinte er, durch diese Übereinanderlagerung von Bildern von Dieben herausfinden zu können, dass die durch dieses Merkmal der Ohren verbunden seien. Und auf dieses Verfahren bezieht sich eben Freud in der Traumdeutung, wenn es um das Mischbild von diesem durch den Bart verbundenen Freund R. und dem Onkel geht. Das heißt, unterschiedliche Personen, deren Charakterzüge eigentlich dem Urteil des Wachbewusstseins nach nicht zusammenstimmen, er denkt ja nicht in Wirklichkeit, sagt er, dass Freund R. ein Schwachkopf ist,
werden aber im Traum zu einem Bild übereinandergelegt und ein gemeinsamer Zug, hier eben der Bart, tritt als gemeinsames plastisch hervor und damit auch eine unbewusste Ambivalenz, die er gegenüber dem Freund R hat. Wie Lili Gast in ihrem Text das Unheimliche der Ambivalenz festhält, ist dieses Merkmal, also die Darstellung von Gegensätzen in einem, nicht dem Traum allein vorbehalten. Diese stelle vielmehr das Offensichtliche am Verborgenen dar. Für etwas, schreibt sie, das dem Subjekt und seiner innersten Architektur selbst eignet, die Ambivalenz als solche. Wie sie eben in Freuds Deutung gegenüber dem Freund R. thematisiert wird. Das Zusammenfallen von Gegensätzen, also hier zärtliche Gefühle für den Onkel und für den Freund R. und gleichzeitig ablehnende Gefühle oder heimlich und unheimlich, dieses Zusammenfallen von Gegensätzen setzt Freud in das definitorische Zentrum des Unheimlichen. In Anlehnung an Schelling fasst Freud das Unheimliche als schreckenerregende Erscheinung von etwas, was sonst im Verborgenen bleiben sollte. Und dieses in Erscheinung treten versteht Freud als eine Darstellungsform der Wiederkehr von Verdrängtem. Während Freud sich auf die Schellingsche Definition stützt, Zitat, das Unheimliche sei etwas, was im Verborgenen hätte bleiben sollen und hervorgetreten ist, führt eben Jentsch ganz im Gegensatz dazu die unheimliche Wirkung auf ein Verborgenbleiben zurück. Also wenn einem etwas, er geht ja stark von dieser intellektuellen Unsicherheit aus, das heißt, wenn einem etwas nicht klar ist, dem Geist etwas im Verborgenen bliebe, dann werde einem etwas unheimlich, so Jentsch. Und Freud hingegen geht es gerade um eine Figur der Hervorkehrung von etwas, was eigentlich hätte im Verborgenen bleiben sollen, aber nun hervorgetreten sei. Freud kritisiert, Jentsch ist im Ganzen bei dieser Beziehung des Unheimlichen zum Neuartigen, nicht Vertrauten stehen geblieben. Das Unheimliche wäre eigentlich immer etwas, worin man sich nicht auskennt. Und Freuds Einwand gegen Jentsch kann man auch so fassen, das Un des Unheimlichen bedeutet Freud zufolge nicht einfach nicht. Es lässt sich Freud zufolge nicht einfach auf das Nichtbekannte zurückführen. Es sei also nicht das Nichtheimische und nicht das Nichtvertraute, was das Unheimliche evoziert. Freud fasst nämlich die Vorsilbe Un als die Marke der Verdrängung, wie er schreibt, auf. Und eine der besonderen Eigenschaften des Systems Unbewusstes ist, dass es in diesem, Zitat Freud, keine Negation gibt. Man kann sagen, nicht gilt hier nicht. Dementsprechend charakterisiert Lili Gast den Bereich des Unheimlichen als einen, Zitat, intermediären Raum zwischen sowohl als auch und weder noch. Es handelt sich demnach beim Unheimlichen um eine Zone, in der sich das Einbrechen definitorischer Grenzziehungen inszeniert, also da, wo das Entweder-Oder eben nicht funktioniert. Die Semantik der Vorsilbe Un ist, so schreibt Lili Gast, dabei als Platzhalterin des Fehlens zu verstehen, als eine Signatur der Kluft. Und diese Art Hervorkehrung von Einbrüchen ist Gast zufolge das Nicht-Repräsentierte und vor allem das Nicht-Repräsentierbare eingeschrieben. Zitat, das Unheimliche kann als eine spezifische Form oder als eine spezifische Wirkung gefasst werden, in die hinein die ubiquitäre Ambivalenz des Seelenlebens diffundiert, in die hinein sie sich verlieren kann. Oder in der Umkehrung, das Unheimliche scheint der ambivalenten Verfasstheit, der inneren Textur der Ambivalenz auf unvordenkliche Weise zu eignen. Es ist, so die These Gasts, diese unabschließbare, infinite Uneindeutigkeit der Ambivalenz, die die Logik des Unheimlichen determiniert und dessen ästhetisches Prinzip formiert, strukturiert und inszeniert. Und eben diesem ästhetischen Prinzip des Unheimlichen werde ich nun nachgehen. Und das heißt, ich wechsle jetzt die Perspektive. Bisher haben wir uns dem Unheimlichen von der Seite des Subjekts genähert. Und jetzt geht es um die Frage, inwiefern durchwirkt das Unheimliche auch kulturindustrielle Prozesse. Wobei es sich ja hier nicht um zwei getrennte Bereiche
handelt hier das Subjekt und dort die Kulturindustrie, sondern es geht hier gerade um die Frage, inwiefern durchlaufen beide Bereiche durcheinander. Meine Annahme nun ist, dass sich das Unheimliche als ein paradigmatisches Feld solcher Verwicklungen zwischen Kulturindustrie und dem Unbewussten des Subjekts fassen lässt. Kulturindustrielle Prozesse werden, so denke ich, von der Logik des Unheimlichen angetrieben und diese Logik lässt sich konkreten Bildern ablesen. Jetzt muss ich hier mal umschalten. Ich habe ein erstes Beispiel. Was wir gerade gesehen haben, war ein Ausschnitt aus The Flicker von Tony Conrad aus dem Jahr 1966. Und Tony Conrad bezeichnet seinen Film als einen halluzinatorischen Trip durch eine unerforschte Höhle. Weitere experimentelle Filmkünstlerinnen schlossen an das Verfahren von Conrads Film an. Es entstand seit den 1960er Jahren ein eigenes Genre der sogenannten Flicker-Filme. Flicker-Filme experimentieren mit Bedingungen und Mechanismen der Wahrnehmung im Kino. Sie spielen dabei mit einer Konvention des Kinos, und zwar werden Einzelbilder in genügend hoher Frequenz, und in der Regel sind das 24 pro Sekunde eingeblendet, so entsteht der Wahrnehmungseindruck von kontinuierlicher Bewegung. Dieser Eindruck wird auch als Bewegungsillusion bezeichnet, denn was als kontinuierliche Bewegung normalerweise im Kino auf der Leinwand erscheint, ist ja Folge der Projektion von einzelnen Bildern. Wenn man nun die Bilder in geringerer Frequenz als 24 pro Sekunde ablaufen lässt, dann erzeugen die Lücken zwischen den projizierten Einzelbildern Flimmern. Und dieses vom konventionellen Kino immer gemiedene Phänomen ist eben der Stoff des Flicker-Films, der in spezifischen Kompositionen beim Publikum halluzinatorische Effekte bewirken kann. The Flicker ist seit seiner Premiere 1966 auf dem New York Film Festival, wie Holl schreibt, als Angriff auf die Unversehrtheit der Zuschauerinnen in der visuellen Wahrnehmung rezipiert worden. Und als Angriff auf die Unversehrtheit der Zuschauerinnen kündigt auch schon bereits der Vorspann des Filmes an. Also vor dem, was ihr eben gesehen habt, kommt das hier als Vorspann. Und dieser zu Beginn von The Flicker eingeblendeten Texttafel lässt sich eben entnehmen, dass die Einschaltung des technischen Apparates in den Wahrnehmungsprozess nicht ganz ungefährlich ist. Schocks oder epileptische Anfälle könnten bewirkt werden, weswegen die Anwesenheit eines Arztes hier empfohlen wird. Und eine Wortbedeutung von Epilepsie ist Überfall. Jensch erwähnt im Übrigen die Epilepsie als ein Beispiel für das Unheimliche. Und zwar im Zusammenhang mit dem Zweifel an der Beseelung eines anscheinend lebendigen Wesens. Ein epileptischer Anfall, so Jensch, erwecke den unheimlichen Eindruck, dass sich in der Psyche mechanische Prozesse abspielen. Also, dass die Psyche selbstlaufend wird. Ohne Kontrolle. Wieder fällt Jensch an dieser Stelle eine glückliche Bildung der Sprache auf. Er schreibt hier, die alte Bezeichnung für Epilepsie, Morbus Sarca, sei sehr treffend. Morbus Sarca bedeutet heilige Krankheit und verweist auf die frühere Auffassung, dass Epilepsie auf das Besessensein von einer göttlichen bzw. dämonischen Macht interpretiert wurde. Jensch ersetzt in seiner Interpretation der unheimlichen Erscheinung Epilepsie den Dämon durch das maschinell-mechanische, wenn er sagt, es erscheint so, als wenn die Psyche durch einen Mechanismus ferngesteuert sei. Unheimlich wirke nach Jensch am epileptischen Anfall, dass sich Mechanismen des Körpers eben verselbstständigen und gleichsam die Psyche überfallen. The Flicker wiederum ersetzt den Mechanismus des Körpers nun durch den Mechanismus des filmischen Apparates, welcher die Wahrnehmung in seine Regie nimmt und halluzinatorische Wirkung erzeugen kann. Stilistisch erinnert die Texttafel von The Flicker an Stummfilmzeiten. Und auch das Flackern sowie das Rattern der Projektoren, weil das ist normalerweise halt mit einem Projektor abgespielt, aber das habt ihr gehört, dieses Rattern, ne? Das kann als eine Reminiszenz an das frühe Kino verstanden werden. Denn im frühen Kino erreichte die mit Handkurbeln in Gang gesetzte Projektion eine maximale Anzahl von 18 Bildern pro Sekunde und erzeugte eben dieses Flimmern.
Das Flackern, so weist Ute Holl hin, provozierte das Unbehagen der Zuschauer und Psychologen und Techniker arbeiteten daran, die Quelle dieses Unbehagens zu beseitigen und eben die Frequenz der Bilder zu erhöhen. Flickr-Filme nun verstehen sich als ein kritisches Verfahren gegenüber der Illusionswirkung des konventionellen Kinos, weswegen sie sagen, das, was die Bewegungsillusion konstituiert, die hohe Frequenzzahl wieder herunterschrauben. Und zu verstehen sind die Flickr-Filme als ein Demystifizierungsversuch der Kulturindustrie, die unter anderem darauf abzielt, dem Publikum gewissermaßen einen reibungslosen Ablauf vorzuspielen. Ist die Geschichte des kinematografischen Mediums einerseits immer auch die Geschichte technischer Weiterentwicklung von Illusionswirkungen, ne, 3D-Kino zum Beispiel, so wurden gleichzeitig aber auch immer andererseits ästhetische Maßnahmen ergriffen gegen die Illusionswirkung des konventionellen Kinos. Die Geschichte des Kinos ist damit bewegt von Ambivalenzen. Diese zeugt vom Wunsch nach Illusionswirkung ebenso wie von deren Ablehnung. Es ist, wie zum Beispiel der Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger hinweist, dabei immer auch die Beunruhigung darüber mit im Spiel, von dem technischen Apparat eingefangen und überrumpelt zu werden. Und es verweist dies, Zitat, auf die tiefsitzende Angst davor, das Medium nicht als Medium zu erkennen oder sich im Medium zu verlieren oder manipuliert zu sein. Schreckenerregend kann es sein, wenn die Grenzen zwischen Mensch und Maschine einzubrechen drohen, wie es auch andererseits auch Wünsche nach der Überwindung dieser Grenze gibt. Techniken sind also keineswegs neutrales Terrain. Die von Adorno und Hans Eisler gemeinsam verfasste Schrift »Komposition für den Film« nimmt nun eine ganz bestimmte Perspektive auf die Entwicklung der kinematografischen Techniken ein. Sie schreiben hier, die Entwicklung seiner, des Films, technischen Elemente als solcher ist gleichsinnig verlaufen mit der Entwicklung gewisser gesellschaftlicher Tendenzen zur Amalgamierung der zur Ware gewordenen traditionellen Kulturgüter. Und den Film betrachten Adorno und Eisler nun als eine Art Miniaturmodell für diesen Prozess. Kulturindustrie, diesen Begriff führen ja Horkheimer und Adorno bekanntlich in der Dialektik der Aufklärung zentral ein und bezeichnen damit spezifische Charakteristiken und Bewegungstendenzen der Kultur unter kapitalistischer Produktionsweise. Während im Kulturindustrieabschnitt der Dialektik der Aufklärung provisorisch erste allgemeine Bestimmungen aufgestellt werden, so handelt es sich bei der Komposition für den Film um so etwas wie eine Fallstudie. Adorno und Eisler bezeichnen hier den Film als das charakteristischste Medium der gegenwärtigen Massenkultur. Und das charakteristischste bezieht sich auf die im Zitat genannte Tendenz zur Amalgamierung. Der Film zeige, so schreiben sie, Zitat, als das umfassendste aller massenkulturellen Medien die Amalgamierungstendenz am deutlichsten. Und es ist dabei ein besonderes Charakteristikum des Tonfilms, welches sie hervorheben, nämlich, sie schreiben, der Tonfilm zeichne sich durch eine, eben im Vergleich zu anderen Medien, umfassendsten Zusammenführung verschiedenster Elemente als solcher, Bild, Wort und Ton, Manuskript, schauspielerische Darstellung und Fotografie aus. Adorno und Eisler bezeichnen also als Amalgamierung, dass der Tonfilm ganz unterschiedliche ästhetische Darstellungstechniken in einem Medium zusammenführt. Und die Formulierung hier, dass die Entwicklung der filmischen Technik gleichsinnig sei mit einem gesellschaftlichen Prozess der Amalgamierung, lässt sich meines Erachtens so verstehen: In dieser Zusammenführung von diversen ästhetischen Verfahren in einem Medium ist für sie ein zentrales Prinzip der warenproduzierenden Gesellschaft eingeschrieben. Sie haben gewiss dabei, also Eisler und Adorno, die marxische Kritik der politischen Ökonomie im Hinterkopf gehabt. Und der erste Satz des Kapitals von Marx lautet bekanntlich: Der Reichtum der Gesellschaften, in welchem kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform.
Und in Bezug auf die Ware spricht Marx auch von einer gespenstigen Gegenständlichkeit. Und in diesem Zusammenhang geht es um das Rätsel der kapitalistischen Ware, um das, was als Warenfetisch bezeichnet wird. Marx verfolgt hier eine für die Ökonomie seiner Zeit zentrale Frage, nämlich, wie lässt sich erklären, dass unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel ein Buch und eine Tasse, auf dem Markt als gleiche, nämlich als Tauschwerte, aufeinander bezogen werden. Gar nicht so unähnlich dem Verfahren von Galton ist es laut Marx nicht die Differenz der Charakterzüge der jeweiligen Güter, sondern eine Gemeinsamkeit, die in der warenproduzierenden Gesellschaft von Relevanz ist. Buch und Tasse stellen sich als Werte in Form eines vergleichbaren Preises auf dem Markte dar. Damit so Unterschiedliches überhaupt vergleichbar sein kann, so sagt Marx, muss eine Einheit, auf die beides bezogen wird, vorausgesetzt werden. Der Wert wird in einzelnen Waren als deren Einheit vorausgesetzt, und das ist es, was Marx mit gespenstiger Gegenständlichkeit meint. Jede einzelne Ware erscheint auf rätselhafte Weise als Verkörperung des Werts. Und eben hierauf ist Adornos und Eislers Formulierung Amalgamierung meines Erachtens bezogen. Vergleichbar Buch und Tasse sind hier unterschiedliche ästhetische Darstellungsverfahren in die Form einer Einheit gebracht, dem Medium Tonfilm. So gesehen inszeniert sich hier im Bereich des Ästhetischen das gesellschaftliche Prinzip des wahren Verhältnisses, wenn voneinander unabhängige, für sich besondere Darstellungsverfahren, also zum Beispiel Bild und Musik, als Einheit dem Medium Tonfilm aufeinander bezogen sind. Das Ziel von Adornos und Eislers Schriftkomposition für den Film ist dabei ein durchaus praktisches. Es geht um grundsätzliche Überlegungen bezüglich der Frage, wie der Tonfilm als Medium in kritischer Weise verwendet werden kann, obwohl es eben ein spezifisches, für kapitalistische Verhältnisse spezifisches Medium ist. Und das heißt für Adorno und Eisler, diese Einheit der verschiedenen Darstellungsverfahren sollen in einer Weise verwendet werden, sodass gerade nicht die Besonderheit der einzelnen Verfahren zurücktrete. Also gerade nicht wie in der Galtonschen Fotografie. Adorno und Eisler untersuchen das ästhetische Potenzial, welches der Tonfilm als Amalgam verschiedenster Techniken bereithält. Und sie sagen, dieses ästhetische Potenzial werde verschenkt, wenn Ton, insbesondere die Musik, und Bild als Äquivalente verwendet werden. Man könnte in Analogie zur Ware sagen, wie wenn die Differenz zwischen Tausch- und Gebrauchswert eingezogen würde. Im Falle des Films hieße die Verwendung von Ton und Bild als Äquivalente, dass nämlich die ästhetischen Vermögen von Ton und Bild austauschbar erscheinen. Und vielleicht, um diesen Gedanken etwas plausibler zu machen, noch ein Beispiel, um diesen Gedanken zu illustrieren, und zwar aus einem auch experimentellen Film aus den 30er Jahren. Moment, wo habe ich den? Können wir ja genau noch mal. Genau, das war aus Studio Nummer 6 von Oskar Fischinger. Und Fischinger spielt hier eben mit der Idee, dass es sich bei Musik und Bild um kompatible Elemente handelt. Ne? Also das
hat ja irgendwie auch eine komische Note, dieser Film. Was, glaube ich, eben mit dieser Idee der kompatiblen, äquivalenten Verwendung von Ton und Bild zusammenhängt. Das Bild, so scheint es, tanzt zur Musik und umgekehrt bespielt der Ton die Bewegungen des Bildes. Komisches und Unheimliches liegen nahe beieinander, wie, was auch Freud in das Unheimliche erwähnt. Insbesondere Dichter, sagt er, hätten Mittel zur Hand, bestimmten Stoffen oder Motiven, welche auch prädestiniert wären für eine unheimliche Wirkung, komische Effekte abzugewinnen. Und so ließe sich auch Fischingers Studie Nummer 6 betrachten. Was hier komisch wirkt, verweist auch auf ein mögliches unheimliches Moment der Zusammenführung von Ton und Bild, also der Vertonung der Filmbilder. Es gibt nun in Komposition für den Film einige Randbemerkungen zu dieser Frage. Der Begriff Stummfilm, so lässt sich hier entnehmen, sei eigentlich irreführend. Denn Filmbilder sind schon immer in Begleitung von Ton aufgetreten. Das heißt, auch schon vor Erfindung des Tonfilms waren die Filmbilder im strengen Sinne nicht stumm. Nämlich Aufführungen von Stummfilmen waren ja bekanntlich immer schon begleitet von Musik. Und an diesem Tatbestand entzündet sich nun eine Spekulation von Eisler und Adorno. Sie vermuten nämlich, dass die Musik die Funktion gehabt hätte, eine unheimliche Wirkung der bewegten Bilder zu besänftigen. Sie schreiben, das reine Lichtspiel muss gespenstisch gewirkt haben, ähnlich wie das Schattenspiel. Die magische Funktion der Musik muss darin bestanden haben, die bösen Geister in der unbewussten Wahrnehmung zu beschwichtigen. Die Musik wurde gleichsam als Gegengift gegen das Bild eingeführt. Das Geisterhafte der Bilder sieht Adorno in der Gleichzeitigkeit der Ansicht von lebendigen und zugleich nicht lebendigen, gestikulierenden, aber gleichzeitig stummen Menschen begründet. Mit dem Einsatz von Musik habe man dem Publikum, Zitat, das Unangenehme ersparen wollen, dass die Abbilder lebendiger, agierender und gar redender Menschen vorgeführt werden, die doch zugleich stumm sind. Sie leben und leben zugleich nicht, das ist das Geisterhafte. Und die Idee ist einfach, wenn jemand dazu Klavier spielt, dann ist das nicht ganz so unheimlich. In einer Fußnote nun fügen Eisler und Adorno hinzu, dass die beschwörende Wirkung der Musik noch einer weiteren unangenehmen Eigenschaft des Films entgegengewirkt hätte, und zwar dem störenden Surren das störende Surren der Projektoren zu übertönen. Und die Projektoren waren zu dem Zeitpunkt, zu Stummfilmzeiten, noch im selben Raum wie das Publikum aufgestellt. Es gab noch keinen extra Vorführraum. Und weiter schreiben sie, nicht eigentlich aufgrund ihrer Lautstärke an sich hätten diese Projektoren Unbehagen evoziert, sondern, und das ist das entscheidende Argument hier, das Surren der Projektoren hätte die gesellschaftliche Erfahrung der eigenen Mechanisierung geweckt. Mechanisierung. Die Projektoren könnten, so die Überlegung, den Gedanken aufgerufen haben, so schreiben sie, als unartikulierte Masse dem Mechanismus ausgeliefert und auch in der Gemeinschaft des Publikums nicht vor Schaden geschützt zu sein. Stumm einem Mechanismus ausgeliefert zu sein, Zitat, genau das heißt das Bewusstsein der eigenen Mechanisierung. Par excellence wendet Charlie Chaplin dieses Ausgeliefertsein ins Komische in Modern Times. Mit der Einführung der automatisierten Fütterung wollen Fabrikherren eine Einsparung an Pausenzeiten bewirken. Doch der Wunsch nach einem möglichst lückenlosen Ablauf der Fließbandarbeit wird hier von einer gestörten Maschine unterlaufen. Genau, mir geht es jetzt eben um diese Idee des reibungslosen Ablaufes, wenn Menschen in die Maschine eingespeist werden müssen. Und hier geht es ja auch um eine Speisung sozusagen nochmal, deswegen das Motiv hier. Ich verfolge jetzt den Strang technischer Störungen weiter. Und zwar an einem Beispiel von einem Projekt von Mitgliedern der Postpunk-Künstlerinnengruppe Die tödliche Doris,
Wie auch The Flicker handelt es sich hierbei um eine ästhetische Rebellion gegen das konventionelle Kino und dessen scheinbar reibungslosem Ablaufen in verschiedenen Hinsichten. Zu tun haben wir es hier mit Bildmaterial, welches im wahrsten Sinne des Wortes Produkt technischer Störungen eines Apparats ist. Ende der 70er Jahre sammelten die beiden Kunststudenten Wolfgang Müller und Nikolaus Uttermöhlen spezielle Bilder auf. Und zwar um Passbildkabinen in Berliner U-Bahnhöfen herumliegende weggeschmissene Passfotos. Sie ordneten diese und filmten die Abfolge mit einer Super-8-Kamera ab. Wolfgang Müller schreibt rückblickend: In unmittelbarer Nähe des Automaten finden sich vollständige, zerrissene, zerknüllte Fotoporträts oder deren Fragmente. Manche werden vermutlich aufgrund technischer Mängel der Fotos zerstört, viele andere aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Hat dem oder der Porträtierten seine oder ihre eigene Haltung, Position oder der Gesichtsausdruck nicht gefallen? Es sind insgesamt 3 Super-8-Filme aus diesem Bildmaterial entstanden. 2 Versionen mit dem Titel Material für die Nachkriegszeit, Dokumente aus dem Fotomaton-Automaten und das zweite Projekt der Fotomaton-Reparateur. Und zwar wurden für diese beiden Projekte in schwarze Pappe Rechtecke in Größe der Passbilder geschnitten und Bild um Bild darin platziert und mit einer Super-8-Kamera abgefilmt. Also im Unterschied jetzt zum Goldenschen Verfahren nicht übereinander gelegt und belichtet, sondern nacheinander abgefilmt und dann abgespielt mit dem Super-8-Gerät. Diese Aneinanderreihung der Bilder erweckt in der Projektion mitunter den Eindruck eines verlangsamten Daumenkinos, aber eines, bei dem einige Seiten fehlen. Es ergibt sich gerade keine Bewegungsillusion, sondern eine Abfolge von Bruchstücken, die überdies häufig defekt sind. Manchen Bildern fehlen Ecken, auf anderen ist kaum jemand zu sehen. Viele sind verknittert, teils sind Ecken abgerissen oder Schlieren und dunkle oder helle Flecken zeugen von technischen Störungen eben des Fotomaten-Automaten. In der 1983 entstandenen 2-minütigen Variation der Fotomaton-Reparateur sieht man von den vor unterschiedlichen Kabinenrückwänden ein und dieselbe Person. Offensichtlich haben Müller und Uttermöhlen vor verschiedenen Automaten Bilder ein und derselben Person gefunden. Also der Titel verrät, es handelt sich eben um Testbilder eines Passbildautomatenmechanikers, der von Berufswegen an der Funktionstüchtigkeit bzw. Untüchtigkeit der Apparate interessiert ist. Und Informationen über die Tüchtigkeit oder Untüchtigkeit der Automaten liest er eben den Passfotos von sich selber ab. Zu diesem Projekt schreibt Wolfgang Müller: In jedem Selbstporträt steckt auch der Fotograf selbst. In der Interaktion zwischen Fotograf und Modell entsteht ein Porträt. Was ist aber, wenn der Fotograf eine Maschine ist? Steckt in diesen Porträts also auch die Persönlichkeit der Maschine? Es handelt sich hier um ein erklärtermaßen subkulturelles Projekt, welches die Kodizes des Mainstreams unterlaufen soll. Wie Müller stets betont, im Zuge der damaligen Welle von Kreativität, die vor allem im Umfeld von Kreuzberger Hausbesetzerinnen, Anarchistinnen, Ökos, Freaks, Punks, Lesben, Schwulen und so weiter ins Rollen kam, hätte nur eines nicht funktioniert, so schreibt er, nämlich, Zitat, diese Energie zu bündeln und zu vermarkten. Genau dies passiert jedoch rund 20 Jahre später. Die Idee des Sammelns weggeworfener Fotofix-Automatenbilder taucht in einem Kassenschlager wieder auf. Wer die Filme von Müller und Uttermöhlen aus den 70er Jahren kannte, wird dieses Motiv 2001 in Die fabelhafte Welt der Amelie wiedererkannt haben. Es ist hier in eine Geschichte gestrickt, die laut Kinowerbetext, Zitat, die Seele umschmeichelt. Mit einem Album, in welchem der Protagonist Nino seine gefundenen Passfotos sammelt, beginnt in Die fabelhafte Welt der Amelie seine Liebesgeschichte mit Amelie Poulain. Der Erzähler kommentiert: Seitenweise misslungene Passfotos, die von ihren enttäuschten Eigentümern zerknüllt, zerrissen und weggeworfen wurden und die ein komischer Kauz mit großer Sorgfalt wieder zusammengesetzt und gesammelt hatte, wie ein Familienalbum. Der komische Kauz ist Nino. Und Amelie sieht, wie er Fotos an einem Fotofix-Automaten aufliest. Das haben wir im Trailer eben auch gesehen.
Und dann springt er auf und jagt einem Mann hinterher. Dabei verliert Nino das Album, in welches er die gefundenen Bilder klebt. Und dieses Album ist, was Amelie sich verlieben lässt. Ebenso wie sie scheint Nino ein Sonderling zu sein, der das Besondere in Dingen sieht, die andere achtlos beiseite werfen. Wem jagt Nino hinterher? Es ist ein Typ, der immer wieder auf den Fotos im Album auftaucht, ein Passfoto-Automatenreparateur, wie sich später herausstellt. Der Trailer greift eine Sequenz auf, in der Nino von den Fotos geweckt wird, die er an seiner Nachttischlampe befestigt hat. Die vier Bilder eines Mannes mit Schnurrbart und Mütze beginnen zu sprechen. Vierstimmig berichten sie, wie sie in Amelies Brusttasche transportiert würden, zanken sich, ob Amelie schön oder eher hübsch sei. Dann kommt die entscheidende Botschaft, Amelie ist verliebt und in Nino, der es kaum glauben kann. Und in diesen Passbildern manifestiert sich nun das Grundprinzip des gesamten Filmes, nämlich dieser Film führt das Wunder einer Existenz von Fabelhaftem vor, also einer Vergegenständlichung von Fantastischem. Zum Beispiel eben Bilder, die tatsächlich sprechen können. Und so gesehen kann man sagen, die fabelhafte Welt der Amelie ist eine Vertonung der Filmprojekte der tödlichen Doris-Mitglieder. Die fabelhafte Welt der Amelie integriert das Motiv von der Fotomaton-Reparateur, rahmt es mit einer fiktiven Welt in Montmartre, in der Passfotos lebendig werden und beginnen zu sprechen. Dabei spielt die fabelhafte Welt der Amelie auf der gesamten Klaviatur filmischer Techniken und Verfahren, um diese Welt auf der Leinwand erscheinen zu lassen. Ließe sich diese Vertonung im Sinne Eislers und Adornos auch als eine Besänftigung der bösen Geister aus dem Projekt von Die tödliche Doris verstehen? Und vor allem bedeutet eine solche Besänftigung zugleich eine tatsächliche Eliminierung des Unheimlichen? Ich denke, nein. In der Kulturindustrie zeigt sich, nicht nur ist das Unheimliche eine Form der Wiederkehr von Verdrängtem, sondern das Verdrängte kehrt stets wieder in neuen Formen des Unheimlichen. Diese Wiederkehr des Verdrängten entspringt dabei der Amalgamierungstendenz und ist gewissermaßen ihr Motor, das heißt keineswegs ihr Widerpart. Damit komme ich jetzt zum Schluss. Adorno und Eisler schreiben, Kinomusik hat den Gestus des Kindes, das im Dunkeln vor sich hinsingt. Der wahre Grund des Drohenden ist am Ende nicht einmal der, dass Menschen, deren stumme Bilder sich bewegen, wie Gespenster erscheinen. Aber im Angesicht der gestikulierenden Masken werden die Menschen sich ihrer als eben solcher Wesen inne, als sich selbst Entfremdete. Sie sind nicht mehr fern vom Verstummen. Und so sollte man vielleicht denken, mit der Vertonung sei das Geisterhafte der auf der Leinwand erscheinenden Mischwesen endgültig vertrieben. Schließen sich mit der Vertonung des Bildes tatsächlich Ton und Bild zu einer lückenlosen Einheit zusammen? Schließt sich die Kluft, auf die das Unheimliche verweist? Durchaus in diese Richtung deuten Formulierungen, wie zum Beispiel die folgende aus dem Kulturindustrieabschnitt aus der Dialektik der Aufklärung. Hier schreiben Adorno und Horkheimer, in der Tat ist es der Zirkel von Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis, in dem die Einheit des Systems immer dichter zusammenschießt. Und eben eine am Anfang genannte weitgehend durchgesetzte Lesart der Kulturindustrie-Thesen geht tatsächlich von einem geschlossenen Zirkel aus. Und diese Lesart besagt, die Kulturindustrie ist ein System, welches auf der Gleichung beruht, Angebot gleich Nachfrage. Es wird dabei angenommen, die Kulturindustrie erzeuge manipulativ die Bedürfnisse der Rezipientinnen und befriedige diese passgenau, adäquat und restlos. Ich teile diese Lesart nicht, sondern gehe von einer widersprüchlichen Verfasstheit der Kulturindustrie aus, in die das Unbewusste der Subjekte konstitutiv verwickelt ist. Im Unterschied zum Modell einer restlosen Bedürfnisbefriedigung stelle ich somit der Kulturindustrie die Konflikthaftigkeit und speziell die Ambivalenz ins Zentrum. Und zu dieser Lesart führt unter anderem eine mögliche Fährte von Adornos und Eislers Ausführungen zum Verhältnis von Ton und Bild, mit der ich jetzt zum Ende komme. Es findet sich in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass sich an der besänftigenden Funktion der Musik mit der technischen Realisierung des Tonfilms, Zitat, weniger geändert habe, als man denken möchte. Anders gesagt, das Gegengift der Musik ist anscheinend weiter vonnöten. Und das Argument von Eisler und Adorno ist an dieser Stelle,
Es ist Grund zur Annahme, dass je enger Wort und Bild verkoppelt werden, ihr Widerspruch und die Stummheit der anscheinend Redenden nur umso nachdrücklicher gefühlt wird. Das heißt also, je rigider die Amalgamierungstendenz ist, desto mehr bricht etwas auseinander. Sie halten weiter fest, Sprechfilm ist stumm. Seine Personen sind nicht redende Menschen, sondern redende Bilder. Die Worte kommen ihnen in einer Weise aus dem körperlosen Munde, die jeden Unbefangenen beunruhigen muss. Zwar sind auch diese Worte gegenüber den natürlichen im Klang weitgehend modifiziert, aber doch nicht entfernt im gleichen Maße Bilder von Stimmen, wie die Fotografien Bilder von Menschen. Man kann das so verstehen, nicht gegen, sondern gerade im Zuge der Durchsetzung der Amalgamierungstendenz treten Momente ihres Scheiterns hervor. Wenn sie als Äquivalente übereinandergelegt werden, werden auch zwischen Ton und Bild Bruchstellen miterzeugt. Je blinder versucht werde, Ton und Bild zu verschmirgeln, desto hoffnungsloser, schreiben Adorno und Eisler, klaffen diese auseinander. In anderer Form als am nicht vertonten Bild treten im Tonfilm dann erneut Aspekte hervor, die Unheimliches bewirken können. Die fundamentalen Divergenzen von Wort und Bild werden vom Unbewussten des Betrachters registriert und die aufdringliche Einheit des Tonfilms, der sich als lückenlose Verdopplung der ganzen Außenwelt mit all ihren Elementen aufspielt, als erschlichen und brüchig wahrgenommen. In Rissen im Gefüge kulturindustrieller Produktionen hat das Unheimliche in Form des sogenannten intermediären Raums, des sowohl als auch und weder noch, seinen Ort. Hier erscheinen Sensationen von konflikthaften Ambivalenzen, in die die Subjekte mit ihren kulturindustriellen Apparaten verstrickt sind. Bei Adorno heißt es auch, es geht nicht glatt, gerade in der Freizeit nicht. Es tritt dann die konstitutive Entfremdung und Zerrissenheit zum Vorschein, derer sich, so Gast, Zitat, das Subjekt als Unterworfenes, als einem konflikthaften Konstitutionsprozess Abgerungenes überhaupt verdankt. Gesellschaftliche Entfremdung und innere Zerrissenheit, die begleitet von Mischungen aus Lust und Schrecken in der Kulturindustrie eben als Unheimliches hervorkehren. Vielen Dank.